Wir brauchen klimafreundliche Mobilität. Aber es gibt unterschiedliche Technologien, wie man auf CO2 im Autoverkehr verzichten kann. Natürlich die batterieelektrischen Antriebe, die in Deutschland ganz wichtig werden. Aber es gibt daneben auch andere Technologieoptionen, zu denen die synthetischen Flüssigkraftstoffe gehören. Also mit Energie wird CO2 umgewandelt in einen Kraftstoff, den man tanken kann und den man im regulären Verbrennungsmotor klimafreundlich betreiben kann. Wir machen uns dafür stark, dass diese Technologiefreiheit erhalten bleibt. In Deutschland haben wir uns in der Koalition jetzt darauf verständigt, dass man diese Kraftstoffe demnächst auch tanken kann, öfter tanken kann. Und auf europäischer Ebene diskutieren wir, wie auch nach 2035 in einer Nische auch der Verbrennungsmotor als eine Option erhalten bleibt.